eher noch geklappt. Also ich habe es auch mal probiert, einen Flughafen in einer Stadt zu setzen, die überhaupt noch nicht angeschlossen ist. Gar nicht. Das hat auch nicht geklappt. Oh, es wartet einer. Es Was so? wartet einer. Bin ja begeistert. Es wartet was. Werde doch allerdings das. Ah, leck mich doch. Kann ich nicht mehr aufrüsten. Ja, gut. Ich möchte. Das hier. Abbrechen, nein, 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 ich will nicht das ganze Ding löschen, ich will. Ach, hier irgendwie noch Flugzeuggeschehnisse? Nein, hier gibt es kein Flugzeug mehr. Gut. Kann ich nämlich diesen hier löschen. Ja. Schauen wir mal, ob sie dann. Naja, das Sägewerk ist immer noch so. Gut, Bennebulle ist aber auch nicht gerade die größte Stadt. Da ist Mütze. Mütze. Sehe ich gerade. Köln-Mütze. Da ist die auch, auch nicht ganz so groß mehr. Ah, ist schon gigantisch groß, die Stadt. Welche ist das? Goblet City oder? Alle da in der Gegend hier. Wahrscheinlich auch die erste, die du angefangen hast, ne? Ja. Gut. Schauen wir mal, ob die Stadt sich dann doch hier auch noch weiterentwickelt. Ah. Ja, wie das sich weiterentwickelt, werden wir irgendwann mal weiter erleben. Ich habe gesagt, so bis 18 Uhr möchte ich streamen. Schon überzogen. Ja, Ja. Ob das mit den Flugzeugen Sinn macht oder nicht. mal, wir müssen es noch ein paar Jahre beobachten, weil Ja, ich Linien. weiß nicht, was das bedeuten da mit den Flughäfen. Das irgendwie ist es nicht so ganz
ausgehalten, dass sie den Flug geben. Ihr wartet auf jeden Fall zwei nach Kantopolis. Das ist schon mal etwas. Klar muss es jetzt über Jahre erstmal hinweglaufen. Aber schon mal, das überhaupt wer war. Ja gut, gewartet haben wir auf den Bahnhof Flughafen auch immer wieder. Hier, siehst du. Das ist nicht das, aber so fünf, sechs Leute bloß immer. Das ist dann doch ein bisschen zu wenig, finde ich. Für den Flughafen, also. Hier ist irgendwie ein Deadlock. Da bewegt sich gerade gar nichts mehr. Der wartet, der wartet. Der fährt. Da hängt's. Wo hängt's? Ah. Ja, warum? Warum? Oh, was für ein Trubel hier. Auch am Güterbahnhof. Hier ist ein komplett unbelegtes Gleis. Sehe ich gerade. Ja. Warum? Ah, ich glaube, ich wollte die blaue Linie. Dort. Hab das Gleis damals völlig vergessen. Ende die blaue Linie da, ja, ne? Ja. Ja, die wolltest du, glaube ich, rüberlegen. Irgendwas war da mal. Oh je. Ja gut, nichtsdestotrotz werde. Speicher es am besten gleich hier mal, damit du nächstes Mal weißt, aha, das wolltest du machen. Man kann aber auch, wenn man ein bisschen Geld hat, ein bisschen Geld übrig hat, denke ich mal, einen Wegpunkt hier setzen. Das ist ein bisschen blöd, den Wegpunkt. Oder ich mache das noch blöder. Beschreiben, ne? Kostet zwar 50.000 jetzt, aber ist mir jetzt egal. Und dann nenne ich das blaue Linie B. Arbeiten. Das Ding fällt auf jeden Fall auf. Wenn ich dann nächstes Mal gespeichert habe und dann das so durchführe und so, was ist das hier? Was ist das hier? Weil das so komisch aussieht, oder? Ja, so, denke ich mal.
Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, man sieht es doch nicht so. Der Born schreitet blaue Linie. Ja, aber wenn du das nicht merkst. Also den Pfeil, den sieht man noch von ziemlich weit weg. Sieht man sogar aus dem Weltraum. Ah. Also Mac, du weißt, wenn das nächste Mal ich wieder online bin mit dem Map, Denk ans Pfeilchen, denk ja, wenn du Pfeilchen. das Pfeilchen dann siehst, ah, du wolltest doch da was machen. Ja. Ich habe Angst, dass ich es echt übersehe. Also wenn du das jetzt übersiehst, dann musst du das aber wirklich an dieser Stelle speichern, dass du, wenn du den geladen hast, sofort aufhören. Weil, komisch, da war was. Ich wollte eigentlich noch eine Bahnhofsimpression zum Abschluss geben, wie ich eigentlich standardgemäß habe auf dieser Map. Verstehst du? So, ja. Man kann eine Mitfahrt machen oder man kann aber auch, ja, hier. Jetzt, wie viel haben die? Ach, das ist die falsche. Der hier. 386, also Ja. 450 hätte ich mehr gehabt. Aber okay. Wie lang sind die Dinger? 317 Meter. Weil da hätte ich ja nochmal locker einen draufsetzen können. Aber wir machen heute mal eine andere Perspektive, nicht die Ego-Perspektive oder die Kabinenperspektive. Wir fahren mit, warte mal, LenExpress. Ach, das ist der LenExpress.